Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warplanes. Dieses Mal werde ich unsere 500 LBS-Bombe durch die Gegend fliegen. Und zwar in der Skua mal wieder. Es dauert nicht mehr lange. Dann haben wir auch genug XP für den nächsten Flieger. Ich schaue noch mal kurz. 111 haben wir mit dem. Wir brauchen dann für die Blenheim. Ja, doch noch so ein bisschen. Obwohl, ich würde sagen, ich spiele jetzt erst noch mal mit der Bristol. Weil dafür brauchen wir auch noch etwas XP. Gut, dann mal ins Gefecht. Und im zweiten Gefecht werde ich dann mal auf den Mehrzweckjäger wechseln. Der Jäger ist auch ein bisschen wendiger, von daher. Mal schauen. Bin ich mal gespannt, auf was wir diesmal für ein Match finden werden. Und der lädt und lädt und lädt sich zu Tode. Polargebiet, alarmierende Nachrichten. Kola, Halbinsel, Nordfront, Nacht. Kommandozentrale, Garnison. Alles klar. Gut, wen haben wir denn hier? Ja, da sind schon mehr Spieler drin. Das finde ich super. Das finde ich doch schon mal toll. Gut, 3 Punkte haben wir hier. Ich würde fast sagen, Garnison, Kommandozentrale. Kommandozentrale ist, glaube ich, schon recht wichtig. Fordert Bomberrotten an, die gegnerische Bodenziele angreifen. Oh ja, auf jeden Fall. Dann werde ich gleich auf jeden Fall da nach rechts fliegen. Beziehungsweise von der Karte aus gesehen links. Wir nähern uns der Front. Jetzt geht's los. Genau dahin. Aber ich befürchte, es kommt kaum einer mit. Wollen alle den Punkt einnehmen. Oh, das wird ja noch lustig. Dreier? Ich bin der einzige Dreier. Alles klar. FW-159 haben die Gegner. Bin ich mal gespannt. Der Punkt hier ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich würde fast behaupten, es wäre besser, wenn er nur 1, 2, 3 zur Garnison fliegen und der Rest mit hier rüberkommt. So, dann schauen wir mal, ob ich hier die richtige Höhe habe, um die Feindflieger abzuschießen. Hallo? Da unten ist einer. Ja. Da war aber das Mauspad zu Ende. Na los! Jetzt muss ich aber ganz schnell abdrehen. Oder ich hänge mich hinter denen dran. Oder irgendwer hängt an mir dran. Okay. Ich flieg dann doch mal weg. Ah, mein Leben, meine Trefferpunkte. Versuchen wir es mal mit einem Looping. Der Motor ist überhitzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht nicht gut aus. Flügel ist beschädigt. Das sieht gar nicht gut aus. Wo sind denn die anderen Spieler alle? Die sind alle da hinten. Warum denn? Kann doch nicht euer Ernst sein. Ach Mann, ist keiner mitgekommen. Der Flügel ist wieder einsatzbereit. Super. Und wo kann ich mich jetzt hier bitteschön... Oh, gleich fliege ich außer Karte. Das will ich aber nicht. Ich fliege mal zu unserer Garnison und hoffe mal... Obwohl, er hat sich wieder hochgeheilt. Bis zur Hälfte ungefähr. Ah. Alleine kann ich das da nicht einnehmen. Das könnte er knicken. Aber sie kriegen es nicht gebacken, da den Punkt einzunehmen. Gut, dann fliege ich da mal hin.
und helfe ein bisschen aus. Da sind auch eine Menge Gegner. Da waren noch so viele. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Da ist einer. Moment, das war FW 159, der mit der Tierstufe 3. Gut, den Punkt haben wir da zumindest. Jetzt haben wir den Punkt da eingenommen. Alles klar. Der Bulldog. Das sind doch hier alles nur Zweier. Sehr merkwürdig. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich glaube, ihn nehme ich mal. Und drehen, drehen, drehen. Wir werden langsam zu langsam. Alles klar, ne? Gut, abgeschossen. So. Wo ist denn der nächste? Dann schnappen wir uns ihn mal. Ja, der Jäger ist schon echt wendig. Auf die Bremse! Auch erledigt. Ah, jetzt war da hinten uns einer dran. Verdammt! Wie sieht's denn punktetechnisch aus? Okay. Ja, geht so, ne? Dann können wir da gleich wieder einsteigen. Genau, wir sollten da ganz schnell den Punkt wieder einnehmen. Und zwar mit mächtig viel Druck. Boah, das sind jetzt aber auch sehr viele rote. Gut, dann mal ihn abschießen. Da ist der nächste Kandidat. Na, los! Endlich. Aber er ist auch aus dem Punkt rausgeflogen. Das ist nicht so toll. Strömungsabriss ist ganz doof. Vor allen Dingen, wenn wir einen Gegner irgendwo in der Nähe hätten. So, den Punkt haben wir wieder. Gut. Wo ist der Flieger? Da ist der Dreier. Dann nehme ich den doch jetzt mal aufs Korn. Oh, so einer ist das. Also rammen. Ha, erledigt. Gut, wir haben beide Punkte. Da kommen schon wieder Gegner an da oben. Wir können Sie nicht länger unterstützen. Der Sturm ist zu schwer. Haben Sie verstanden? Wir haben volle Kontrolle über den Himmel. Na los. Auch erledigt. Oh Gott, oh Gott, da habe ich den jetzt gerammt. Nicht, hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. Kommst du auf mich zu? Nein, du fliegst ein bisschen dahin. Okay. Jawohl, auch abgeschossen. So lobe ich mir das. Jetzt haben wir auch schon alle Punkte eingenommen. Das sieht ja richtig gut aus momentan. Ich bleib mal hier bei unseren.
wo die meisten sind und versuche dann, die alle vom Himmel zu holen. Oder fliegen wir jetzt darunter? Wäre besser, 2 Punkte zu halten und die dann zu verteidigen. Moment, was bist du denn da hinten? Der Sieg ist nah. Fliegen wir mal dahin. Kurz umschauen. Der fliegt dahin. Der hängt sich nicht an uns dran, alles klar. Gut, und wo ist jetzt der feindliche Flieger? Da kommt schon der nächste. Die 15. Und wir haben gewonnen. Jawohl. So muss das laufen. 600 zu 318. Yay. Bin begeistert. Fliegender Start. Bezwinger. Bin ein Bezwinger. So. Da gibt es bestimmt jetzt wieder schön Geld für, das wir auch dringend nötig haben. Die Credits. Sieht gut aus. Gefechtsergebnis. Ja, schön und gut. Jede Menge Daten. Was ist denn Bonus auf Creditpunkte? Okay. Jäger. Elite-Status. Aha. Spezialist. Gott, oh Gott, oh Gott, was gibt das denn hier alles? Spezialistenkonfiguration. Okay, aber das ist erstmal Zukunftsmusik, würde ich mal behaupten. Wir haben jetzt mit der hier 9000. Bristol kostet 4800 und 120.000 Credits, die wir leider jetzt nicht haben. Gut, dann stürzen wir uns nochmal mit der Skua ins Gefecht. Und zwar mit der doppelt so starken Bombe. Diesmal waren es schon mehr menschliche Mitspieler und Gegenspieler. Kann so weitergehen. Und ich hoffe doch, ich hoffe wirklich, dass es in den höheren Tierstufen wirklich, 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 wirklich besser wird. Sonst ist das nämlich ein Problem. So. Mal wieder Mehrzweckjäger. Jäger war schon okay, den zu spielen, ja, aber ich weiß nicht, Mehrzweckjäger ist gerade für diesen Spielmodus. Ich finde den einfach besser. Da kann man sich dann auch mal um Bodenziele kümmern. Garnisonen, Kommandozentralen. Ja, die sind wichtig. Diesmal gibt es da sogar zwei von. Und hier sind jede Menge, hier sind nur Dreier drin. Alles klar. Da steht es auch nochmal: Kämpfen Sie im Kurvenkampf auf niedriger und mittlerer Flughöhe, zerstören Sie Flaks mit Außenwaffen, verteidigen Sie Ihre Sektoren vor Angriffen. Also kann ich doch Flaks mit meiner Bewaffnung zerstören. Die Frage ist jetzt: Oben ist näher, oder? Das ist jetzt die Frage. Ich würde fast sagen, wir müssen erstmal nach oben und können dann in die Mitte fliegen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Punkt. Weil wenn der Gegner hier schon diese beiden Punkte, Außenpunkte einnimmt, dann haben wir wirklich ein großes Problem. Schon allein, selbst wenn wir den mittleren Punkt bekommen würden, mit den ganzen Bomberangriffen, dann nee. Nee, nee, das könnte er mal knicken. Gut, ich hau mal kurz einen Boost rein, um ein bisschen schneller zu werden. So. Circa 800 Meter Höhe. Damit können wir doch arbeiten. Die Frage ist jetzt nur, was ist denn da jetzt ein Flak-Symbol? Dreieck? Gute Frage, nächste Frage. Die Symbole tauchen aber auch erst auf, wenn ich wirklich im Kreis drin bin. Oh Gott, da ist schon irgendwo einer. Da sind schon welche.
So, ich würde mal sagen, Dreieck. Werfen wir da die Bombe ab und wir haben schon Gegner am Heck. Jetzt ist nur die Frage, ist das ein Mensch oder nicht? Flugabwehr. So, dann schauen wir kurz mal nach hinten. Können wir ihn ja aufs Korn nehmen. Das ist echt praktisch. Das ist wirklich praktisch. Da oben ist was. Muss mich mal ein bisschen umschauen hier. So, ich versuche jetzt mal da unten anzugreifen. Das ist wahrscheinlich noch zu weit weg. Das, nee. Irgendwie, ich greife da scheinbar das Falsche an. So. Wen haben wir denn da? Ja, bleib mal schön in der Luft stehen. Finde ich super. Oh, das ist nicht so wendig. Das ist nicht so gut. Einmal drehen. Ja. Ja, und haben wir erledigt. Super. Haben wir auch eingenommen. Perfekt. Da oben ist noch einer. Der kommt auf mich zu. Das ist natürlich nicht so toll. Dann hängen wir uns mal an den dran. Der soll es gleich auch hinter sich haben. Flügel ist beschädigt. Ich glaube, wir fliegen mal ein Looping. Oh, der klebt uns aber am Hintern. Das ist der Wahnsinn. Los. Er hat nicht mehr geklappt, verdammt. Ja, für sowas ist wirklich ein Jäger besser. Aber wirklich. Wir haben aber die beiden Außenpunkte, das ist schon mal recht gut. Da oben sind aber sehr viele rote Flieger, von daher, ich würde mal sagen, nein, ich wollte nicht pingen. Dann sollten wir jetzt erstmal versuchen, die Mitte einzunehmen. Wäre jetzt so mal mein Gedanke dahinter. Wie schaut's denn aus? Gut, wir haben zwei Blenheim. Der Gegner hat auch zwei Blenheim. Der ist ein bisschen weit weg, der Flieger. Sind alle so weit oben. Jetzt haben sie die Mitte eingenommen. Das ist natürlich alles andere als gut. Mal kurz einen Boost reinhauen und dann schauen wir mal. Oh, haben wir eingenommen. Ist ja super. Wen will ich denn jetzt angreifen? Das ist eine gute Frage. Oder wo will ich hin? Ich glaube, da tummeln sich da unten so ein paar. Dann fliege ich doch mal wieder in die Richtung. Da sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Gibt momentan leider nicht zu bombardieren. Ich kann natürlich meine eigenen bombardieren. Nein, nicht wirklich. Gibt Gummi. Wo ist denn? Ach, da unten ist der. Gut. Dann sollten wir uns mal vorrangig um den kümmern. TSB3. Der Sieg ist nah. Sieht punktetechnisch schon mal super aus. Gut, er ist erledigt. Mann, das läuft ja heute. Das ist ja der Wahnsinn. Die sind auch alle ziemlich weit weg.
F3F ist da oben, F459. Okay. Muss schon runterkommen. Versuch mal, ob ich irgendwie... Nein, hat nicht mehr gereicht, beziehungsweise die Zeit ist vorbei und wir haben gewonnen. So muss das laufen. 3300 XP bekommen. Wir sind in der Kampfgruppe Zweiter geworden und haben wir mal wieder Bezwinger bekommen. Das ist doch super. So, und ich hoffe, jede Menge Credits. ...124.000 haben wir jetzt. Wunderbar. 18.000 bekommen. Schlachtfeld geräumt. Okay, das ist wieder das mit diesen Bergungstruppen, was ich noch nicht verstanden habe. Forschung. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Hurricane kostet 4.800. Das reicht also noch nicht. Blenheim reicht auch noch nicht. Aber wir könnten uns eine Bristol 146 kaufen. Und ich glaube, das würde ich sogar erstmal machen. Genau, dann erforschen wir die doch erstmal. Und stellen wir sie uns ins Lager. Mit Besatzung, genau. 120.000 kostet die. Standardkonfiguration. Ihr Flugzeug wurde zur Standardkonfiguration verbessert. Das klingt irgendwie komisch. Bristol 133 können wir dann verkaufen. Ja, ich hatte gesagt, ich will erst den schweren Jäger freischalten, aber das hätte wirklich noch gedauert. Und ich spekuliere wirklich darauf, dass wir, Moment, als Favorit markieren, dann auf schon so ab Tierstufe vielleicht dann doch noch mehr menschliche Mitspieler und Gegenspieler bekommen. Von daher... Lassen wir uns mal das nächste Mal überraschen. Geringe Überlebensfähigkeit. Das ist natürlich... Sieht aber auch schon ganz schick aus. Und wir steigen nächstes Mal ins Cockpit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und über ein Abo von euch. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.